Wie unsichtbare Infobömmchen drangen am Vormittag die zunehmend brisanten Nachrichten aus dem Verhandlungshaus. Nach und nach verdichteten sie sich zunächst zur Kernbotschaft, der Koalitionsvertrag stehe, alle inhaltlichen Konflikte seien aufgelöst. Das ist gelungen und ich glaube, es ist auch Zeit geworden, dass wir die Aussicht auf eine Regierung in Deutschland haben. Und von daher ein guter Morgen. Und die Sonne lacht. Die Sonne und, so der erste Eindruck, vor allem die SPD, insbesondere was die Verteilung der Ministerien betrifft. Offiziell bestätigt wurde zunächst nichts, doch nach allem, was Insider nach außen simsten und WhatsAppten, ergab sich schnell folgendes Bild. Die SPD soll die Schlüsselressorts Außen, Arbeit und Soziales sowie Finanzen bekommen. Darüber hinaus das Familien-, Justiz- und Umweltministerium. Und? Das, die Nachricht des Tages, Parteichef Schulz reklamiere das Außenamt für sich. Im Gegenzug, so hieß es vor wenigen Minuten, gebe er den Parteivorsitz an Andrea Nahles ab. Als Finanzminister ist Olaf Scholz vorgesehen. Die CSU verkündete derweil, man erhalte die Ressorts für Verkehr und Digitales sowie Entwicklung. Und vor allem eine Art Super-Innenministerium, das um die Bereiche Bau und Heimat aufgewertet und von ihm geleitet werden soll. Für die CDU bleiben so das Kanzleramtsministerium und die Ressorts Verteidigung, Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Forschung sowie Landwirtschaft. Und inhaltlich? Die zentrale Frage hier: Haben die SPD-Verhandler genug erreicht, um ihre Basis zu überzeugen? Wir haben in vielen Bereichen Fortschritte erreicht, die das Leben für die Menschen besser machen. Im Bereich Bildung beispielsweise, bei Pflege, bei Rente, am Arbeitsmarkt, und wir haben auch, wie der Parteitag uns aufgegeben hat, im Bereich Befristung und Gesundheit Fortschritte erzielt. Erschöpfte Zufriedenheit auch bei vielen in der CDU. Etwa bei Peter Altmaier, der neuer Wirtschaftsminister werden soll. Ein richtig guter Tag für unser Land. Die Chancen, dass wir bald eine neue Bundesregierung haben, ist sehr groß. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der für sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger Positives bedeutet. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und hart die letzten Stunden verhandelt. Das Duschen zumindest taten die Verhandlungsteilnehmer nach weit mehr als 24 gemeinsamen Stunden, nach allem, was man weiß, jeweils allein.